Die Frage ist auch, wo ist denn da überhaupt das Haus von ihr? Blacksmith, das ist das Museum. Das ha Zuhause von Emily und Haley. Judy, Kent und Sam. Leas Cottage. Die Nachbarn klopfen gerade übelst rum. Was auch immer die so tun. Die Robin hat wohl kein Zuhause oder wohnt die bei dem, die wohnt bestimmt bei dem Bürgermeister mit. Ich glaube, jetzt findet man sie sowieso nicht mehr, weil es ist Nacht und nachts wollen sie keinen Besuch empfangen. Naja. Doch hier. Aber da ist keiner außer der Bürgermeister. Bäh. Bam, bam, bam. Naja. Gut. Wir gucken mal hier rein. Vielleicht hat sich was getan. Nein. Das ist natürlich wieder dann so ein Ding, bis wir Robin finden. Vergeht dann wieder eine Weile. Ach ja, die Pflanzen können wir da mitnehmen. Wir haben ja jetzt einen Rucksack. Hatte ich nicht hier noch irgendwo anders so ein... Ah ja, genau hier. Naja, gut. Ich sehe das mal aus noch. Und gießen, dass wir so schnell wie möglich wieder an Geld kommen. Denn das haben wir alles für Samen und Rucksack ausgegeben. Mal sehen, ob die Kanne noch reicht. Gut, den Fisch packe ich mit hier rein. Und was haben wir noch? Zwiebeln. Das. Ach, hier, ach, die Muscheln, die können wir auch mit reinpacken. Verkaufe ich alles, bringt uns erstmal genug Geld. White Horseradish. Wobei wir müssen noch aufpassen, denn wir brauchen ja, oder wir können ja. Ach ja. Machen wir das so. Den Rest packen wir hier rein. Nein, ich will es nicht essen. Gut, ab ins Bett. Es wird dunkel. Beziehungsweise es ist dunkel. Es ist Nacht. Hund schläft auch schon. So, Tag 11. Beziehungsweise Tag 12 kommt jetzt. 189. Naja, das hat sich jetzt nicht großartig gelohnt. Aber ein bisschen Geld ist halt besser als gar kein Geld. Es regnet wieder. Das spart uns das Gießen. Heute ist das Egg-Festival. Ne? Ne, tomorrow. Also morgen. Morgen ist das Egg-Festival. Von um 9 an. Gut, auf der Suche nach Robin. Theoretisch könnten wir auch das hier mitnehmen und in die Höhle gehen. Da lasse ich die Hacke hier, die Angel, die Gesandte und das. Naja. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir die komischen Rüben immer noch suchen. Hallo Robin, wo bist du? Die Frage ist, wo treibt sie sich immer rum? Hat sie was in ihrem Brief geschrieben?
Okay, sie war in der Nähe von Marines Ranch. Vielleicht finden wir sie ja dort auch wieder. Könnte gut möglich sein, ne? Ich weiß ja nicht, ob die so Lieblingsplätze haben, wo die rumstreunern und rumräubern. Und wenn ich wüsste, wo Robin wohnt, könnte ich ihr das auch bringen. Wir können ja mal reingehen. Ist ja geschlossen immer noch. Wir haben es erst um 8. Noch nicht mal um 8. Da geht es wieder hoch zu unserer Farm. Hier winkt uns jemand zu. Slime 500. Tja, der Zauberer. Sind wir eigentlich schon mal so weit hier runtergelaufen? Ja, wir sind schon mal ein bisschen runtergelaufen. Die alte Hütte. Ja, hier sind wir schon mal gewesen. Ach ja. Kein Robin hier, keine Rübe hier. Es ist etwas frustrierend. Das ging im letzten Twitch-Stream ein bisschen einfacher. Aber wir können ja nicht nur meckern, wir können ihn ja auch schaffen. Ich klaue hier irgendjemanden die Frühlingszwiebeln. Wir gehen mal ins Geschäft, vielleicht ist sie im Geschäft. Im Joja-Markt, denke ich mal, wird sie nicht sein. Im Arzt vielleicht auch nicht. Hier ist keiner weiter drin. Ach ja. Hier ist der Prolo. Das ist der Wohnwagen von Pam. Ich guck mal beim Bürgermeister ins Haus. Vielleicht ist da jemand drin. Tja, bis auf der Bürgermeister ist keiner da. Hallo Robin, wo bist du? Zeig dich. Da ist wieder Bill Kaulitz. Hier ist das Gemeindezentrum. Vielleicht streunert sie ja hier rum. Mal gucken. Ansonsten gehen wir gleich mal in die Höhle und ja, gucken, was da abgeht. Hier ist nichts weiter. Ach, Menno. Vielleicht ist sie ja hier zu Besuch. Ach, stimmt. Ja. Warte mal. Robin, die arbeitet doch hier. Stimmt. Vielen Dank. Bitteschön. 250 Geld dafür erhalten. Sehr gut. Da hauen wir wieder ab und gehen in unsere Höhle. Können wir eigentlich den Fahrstuhl schon betreten? Ja, Level 5. Das ist cool. Da müssen wir uns dann nicht immer bis runterhacken. So, bis Level 40 müssen wir kommen. Ob
wir das schaffen? Ich glaube nicht. Heute auf jeden Fall nicht. Jetzt hat er mich angeschleimt. Muss man aufpassen. Es zieht nämlich Energie ab. Und Leben. Na? Schleim rausbekommen. Was ist denn hier los? Hier kommt nichts raus aus den Steinen oder was? Eine Geode. Jetzt müssen wir den Abstieg ins nächste Level finden. Da ist er schon. Wie gesagt, das ist immer random. Das weiß man nicht, wo es das auftaucht. Oder welche Stein. Das heißt, man muss hier wirklich, wenn man Pech hat, jeden Stein abkloppen. Aber dafür wird man ja dann mit Ressourcen belohnt. Oder auch leeren Stein, wie gerade eben. Noch eine Geode. Jetzt hat er uns getroffen. Schon wieder getroffen. So, 127. Da können wir mal so ein Ding essen hier. Es gibt 45. Und füllt auch unsere Lebenspunkte wieder auf. Da ist der Abstieg. Gehe ich aber jetzt noch nicht hin. Ich gucke erstmal, was die Höhle noch zu bieten hat. Manchmal stehen auch Schatztruhen rum. Schleimdinger hier. Oh, was war das? Ein Sandwurm? So, was habe ich da rausgekriegt? Nichts. Auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt schon zwei Kupfer. Wir brauchen noch viel mehr Kupfer, um den Ofen zu bauen. Dazu brauchen wir natürlich auch noch Kohle. Davon haben wir zwei. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich werde nochmal einen Riegel in mich reinschieben. Wir sind jetzt in Level 6. Da hinten ist Kupfer. Kupferohr 2 Stück. Was ist das hier? Ein Erzkristall. Hier oben ist nochmal Kupfer. Noch ein Kristall. Quarz ist das, glaube ich. Oh, hier noch ein Erdkristall. Gut, ja. Den Abstieg haben wir noch nicht gefunden. Müssen wir mal gucken. Da ist er. Abstieg.
Ach, da gucke da. Gleich beim ersten Mal, gleich beim ersten Schlag, den Abstieg gefunden. Blub, blub. Jetzt sind wir in Level 8. Hier gibt es Sandwürmer. Platz haben wir noch genug in der Kiste, im Rucksack. Da gab es jetzt nichts raus. Wir brauchen auf jeden Fall dann später noch was, was ein bisschen mehr Energie bringt als, als diese Powerriegel. Oh, hier, guck mal. Da sind irgendwelche Schmalzfliegen. Wenn wir das vielleicht so ein bisschen in die Ecke drängen, dann können wir das vernichten, ohne dass es uns... Ah! Ich werde aber erstmal noch das Kupfer hier absammeln. Was so offensichtlich ist, ne? Und dann werden wir hier diese komischen... Das hat uns getroffen. Ekelhaft, wie es zerplatzt. Von da oben sind wir gekommen. Level 9. Naja. Eine Schatztruhe. Und hier haben wir... Cool. Lederschuhe. Cool. Was machen die? Defense und Immunität gegen irgendwas. Klasse Sache. Oh, hier sieht es aber schick aus. Hier sind wieder die komischen Sandwürmer. Schmalzfliegen. Oh, was haben wir denn hier noch gefunden? Was ist das? Topaz. Ja, irgendjemand wollte doch Topaz haben. Das ist jetzt, glaube ich, aber zu spät. Hier haben wir Sandwürmer. It's getting late. Ja, ja. Muss er ins Bett oder was? Ach ja. Oh, hier, gucke dir das an. Hier ist... eine nette Lore-Schiene quasi. Nicht kein Lore, eine Schiene für eine Lore. Naja, okay, gut. Wir gehen mal nach Hause. Ich schätze mal, dass er müde ist. Und wir haben ja jetzt dann den Fahrstuhl. Das heißt, wir können bis zu der Ebene runterfahren. Und uns dann halt sozusagen wieder nach unten durcharbeiten weiter. Ich schätze mal, das ist eine gute Ausbeute, die wir jetzt haben. Jetzt ist es bloß so dunkel, dass ich hier nichts mehr so wirklich sehe. Aber wir kennen ja den Weg. Der Kutscher kennt den Weg. Nur, dass wir jetzt nicht mit der Kutsche fahren, sondern mit unseren eigenen Füßen uns nach Hause tragen lassen. Ernsthaft?